das Sport-TV hier. Heute kommt mein Aikude ruhiger. Ich habe es auf meinem Eintracht-Kanal schon erwähnt. Da habe ich sowas Ähnliches gemacht wie jetzt hier. Ihr wisst, ihr habt es mitbekommen. Ging ja, sag ich mal, mit Eilmeldungen teilweise auch rum, dass Bernd Hölzenbein mit 78 Jahren von uns gegangen ist nach Erkrankung. Bekannt auch geworden durch seinen Kopfball im Sitzen, was er Wegbereiter war für den späteren mit UEFA Cup Sieg 1980. Und er ist ja mit in den Rekordtorjäger der Bundesliga. Mit der Eintracht bin ich von hinten nach oben, also von hinten nach oben gegangen, vorne. Hier gehe ich von vorne nach unten. Einfach aus dem Grund, damit Hölzi ziemlich am Ende genannt wird. Wer Nummer 1 hier steht in der Bundesliga-Rekordjäger-Tabelle, sollte ja klar sein. Das ist Müller und damit natürlich selbstverständlich nicht Thomas gemeint, sondern Gerd Müller. Robert Lewandowski hätte einfach nur noch 2 Saisons spielen müssen und wäre dann an Nummer 1 gewesen. Hat dann aber mit 312 Toren aufgehört und ist dementsprechend 53 Tore in der Müller. Und ich dachte, ich hätte mir schon denken können, dass er das locker gepackt hätte. Mit 53 Tore in 2 Saisons sind 27 Tore. Wäre, also 26, in halb wäre möglich gewesen. Wo überall Lewandowski wäre, ist ja klar, Dortmund und bei den Bayern. Dann natürlich Klaus Fischer hat bei Schalke zum Beispiel auch gespielt. Und dementsprechend auch schön da oben reingesetzt, habe ich mir gedacht. 268 Tore. Also ich wusste nicht, dass er da oben ist, aber ich hätte gedacht, dass er Dritter ist. Gut. Natürlich Jupp Heynckes als Trainer schon eine absolute Legende auch. Und mit 220 Toren. Knapp vor Manfred Burgsmüller, genau genommen. 7 Tore mehr. Aber da muss man sagen, Burgsmüller hat ja keine Ahnung, wo überall gespielt. Also ich könnte mal aufzählen, der hat gespielt bei Rot-Weiß Essen, Bayer Uerdingen, Borussia Dortmund, Nürnberg, Rot-Weiß Oberhausen und wer da? Bremen. Auf hätten Respekt und hat mehr gewonnen als verloren. Seine meiste Zeit war übrigens in Dortmund und bei Bremen. Und dann kommt Pizza. Claudio Pizarro mit 197 Toren, also schon ein kleiner Abstand, sag ich mal, von 16 Toren. Claudio Pizarro natürlich vor allem bei Bremen und Bayern aktiv gewesen. Die Hauptzeit, ja, ich weiß, er hat bei Köln gespielt. Aber das ist ja nicht unbedingt so erwähnenswert gewesen. Dann kommt ein Spieler. Habe ich das Shirt gerade noch hier? Ne, ich glaube, das Shirt habe ich. Oh, das Shirt liegt dann da hinten. Das Bayer-Shirt. Ansonsten schaut mir einfach meinen Stadion-Vlog an, den ich hier gepostet habe. Oder Social Media, da habe ich es an. Ja, als Eintracht-Fan will ich mir nur festhalten, ne? Das hat schon was zu heißen. Aber war ein schönes Erlebnis, muss ich sagen. Beim besten Buddy das zu erleben, der ja Bayer-Fan ist. Und Ulf Kirsten, deswegen erwähne ich es, war natürlich auch vor Ort. Hat natürlich vor allem für Bayer Leverkusen gespielt.
gespielt, also auch da kann man nur den Hut vorziehen. Auch dreimal Torschützenkönig geworden. Stefan Kunz ist mit 3 Toren dahinter nur in Anführungsstrichen auf Platz 1, aber Stefan Kunz ist genau der Stefan Kunz, der natürlich auch als Trainer sehr aktiv ist, sprich, sage ich jetzt mal, unsere U21, wie erfolgreich war der denn da bitte? Hat man auch mal echt den Hut hier vorziehen. Also da einfach fetten Respekt, was der in der U21 geleistet hat. Ansonsten als Spieler selbstverständlich bei einigen Traditionsvereinen gewesen, so auch natürlich beim aktuell abstiegsbedrohten Kaiserslautern, bei der Stadt, die es nicht gibt, Bielefeld. Entschuldigung, also daneben, muss man mal sein. Bochum und last but not least natürlich auch Uerdingen. Kommen wir zum nächsten Müller. Und ihr denkt, das ist Thomas Müller. Nein, es ist immer noch kein Thomas Müller. Jetzt ist nämlich der Dieter mit 177 Toren. Gleich übrigens mit Klaus Allofs, der auch 177 Tore hat. Davon aber 10 Elfmeter. Dieter Müller hat es mit 5 Elfmetern dahin geschafft. Auf der 11, ja, von 9 auf 11, weil es 2 neunten Plätze gibt, ist Super Mario, aber nicht unser Super Mario, der uns zum Titel geschossen hat, sondern Mario Gomez, Blütezeit beim VfB Stuttgart gehabt, ist dann zu den Bayern gewechselt. Aber auch da gut gespielt. Hat auch eine Zeit lang beim VfL Wolfsburg gekickt. Und dementsprechend kam er auf. Genau. 170 Tore. Ja, haben 7 Tore gefehlt. Beziehungsweise 4 genug, um vor dem Spieler von Hannes Löhr zu kommen. Hannes Löhr natürlich wieder einer der etwas älteren Generationen. Hat vor allem beim ersten FC Köln gespielt. Hat ein Spiel gemacht. Für, ich sehe es ja, ein Spiel für Sportfreunde Saarbrücken. Ja? Wahrscheinlich sind die aufgestiegen in Saarbrücken, haben ein Spiel gemacht, da hat sich Köln geschnappt und da hat er 450 Spiele gemacht. Fetten Respekt. Rummenigge darf natürlich auch nicht fehlen auf der 13. Oh, eine Unglückszahl. Mit 162 Toren, 6 Elfmeter. Und dann kommt unser Hölzi auf Platz 14. Mit der 160. Also mit 160 Toren. Bernd Holzenbein natürlich auch in der Nationalmannschaft tätig gewesen, wie so viele, viele andere da in der Liste. Und auf Platz 15, ich denke, das ist auch wieder ein richtig guter Abschluss, das ist der Fritz Walter. Ja, Waldhof Mannheim, Stuttgart, Arminia Bielefeld und SSV Ulm. Fritz Walter, der 1960 geboren ist. Ja? Nicht Fritz Walter, Wegener. Nein, das ist ein anderer. Ich hab's nämlich auch erst gedacht, bin ich ganz ehrlich, aber nein. Zum Glück habe ich es noch nicht angeteasert. Das war's. Ihr könnt jetzt mal noch schnell sagen, wer, und das gehen wir schnell durch, von 16 auf 20, weil es einige Namen sind, die bekannt sind. Platz 16 Marco Reus, ich denke mal hier ein Name, der kann übrigens noch vorrücken, wenn er hier und da vielleicht noch Tore macht. Wie gesagt, 3 Tore braucht er, war ich doch nicht langsam, schnell, ne? 3 Tore für Walter, 6 Tore für Hölzenbein und 8 Tore für Rummenigge. Wird schwer in diesem Spiel,
Also ich hoffe, dass er natürlich hinter Hölzen Bein bleibt. Nicht böse gemeint, Marco, aber ist halt einfach so. Thomas Alofs mit 148 Toren auf der 17. Dann kommt der Müller und jetzt kommt genau der Müller mit 147 Toren, unser Thomas. Auf 19, da sind wir wieder beim Thema neuer Meister, Stefan Kiesling mit 144 und auf Platz 20. Und das ist eigentlich wieder ein schöner Abschluss. Bernd Nickel, eine absolute Frankfurter Legende, auch zu früh von uns gegangen. Im Jahre 2021, der Klapport C22 und jetzt 24 mit Hölzi. Und dann, ja, ihr könnt es sehen, auch darunter können wir wieder alle erwähnen, die dann kommen, weil es absolute Legenden sind. Wie sein Uwe Seeler, Horst Rubrecht, Giovanni Elber, Rudi Völler, Michael Zorg und so weiter und so weiter. Auf Platz 27 Dieter Hoeneß, Martin Max, 1860 war es ja immer, etc. etc. Miroslav Klose auf der 32. Lothar, muss man bedenken, Lothar Matthäus hat genauso viele Tore geschossen wie Miroslav Klose. Okay, Lothar hat 30 Elfmeter geschossen, aber trotzdem, Lothar war ja hinten, wenn ich bedenke, dass er genauso viele Tore da geschossen hat. Das ist schon lustig. Es ist schon lustig irgendwie. Aber, egal. Eure Meinung mal in die Kommentare rein. Wer denkt ihr, also da oben, sind das Rekorde für die Ewigkeit oder vor allem die Top 10? Oder ist sie erreichbar? Klar, Top 10 ist in Anführungsstrichen, sage ich jetzt mal, nur 177 Tore. Nur ist gut, aber heutzutage ist man ja schnell wieder im Ausland etc. Und wie gesagt, Robert Lewandowski ist der einzige aus der neueren Zeit, der da oben ist. Pipi Zacco, ja, auch noch, wenn man das so denkt, so von aktiven Spielern ist Lewandowski eins da oben. Nur ist er nicht bei uns aktiv. Also bei uns in der Bundesliga. Wer weiß. Naja, liebe Leute, eure Meinung mal gerne unten in die Kommentare rein. Ich sage ja, aber vielen Dank fürs Einschalten. Bis dahin. Ciao. Ciao.